willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ein ganzer Monat ist schon wieder vergangen und deswegen ist jetzt mal wieder Zeit für ein Haul-Video. Es könnte sein, dass ihr ein paar dieser Produkte, die ich euch gleich zeigen werde, schon kennt, weil ich ja die schon ein paar Videos euch gezeigt habe, die ich jetzt über den Juni gedreht habe. Ja, deswegen, ich würde sagen, dann fange ich mal an. Es muss nämlich heute diesmal etwas schneller gehen, weil ich nämlich nicht wieder 6 Stunden ein Video hochladen möchte, weil das letzte war wirklich Überlänge. Das war, glaube ich, 25 Minuten oder so. Jedenfalls, ich würde sagen, dann fange ich jetzt mal an. Ja, das erste Produkt kennt ihr schon aus meiner 5-Minuten-Make-Up-Challenge. Das ist das Maybelline Expert Wear Blush 79 Flash Plum. Das ist ja so ein schöner, bäriger Ton. Mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Trage ich auch oft auf meinen Wangen, heute nicht. Aber ja, wirklich ein schönes Blush. Ich finde, das schimmert auch so ein bisschen und das ist ganz schön. Ich kann es euch echt empfehlen. Also die Maybelline Blushes sind wirklich schön. Sind auch nicht allzu stark pigmentiert. Das heißt, man bekommt immer noch ein schönes, natürliches Finish. Finde ich immer besser, als wenn das zu stark pigmentiert ist, dann wirklich was auf den Pinsel nimmt und dann merkt so, whoops, was ist das? Und das mag ich an diesem Blush wirklich sehr, sehr gerne. Das hat 5,35 Euro gekostet. Dann habe ich mir ein Duschgel gekauft. Und das kennt ihr auch schon aus dem Colors of the Rainbow Tag. Und zwar ist das ja von Balea die Fiji Passion Fruit Dusche. Hat 65 Cent gekostet und riecht ja einfach nach Orange und ja Passionsfrucht, Melone, sowas halt. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schöner Sommerduft und deswegen liebe ich das und ja, mag ich echt gerne und ich weiß nicht, ich könnte so viele Duschgels kaufen und Seifen und ich weiß nicht, ich kann nicht genug von sowas bekommen, deswegen musste das mit und ja. Dann habe ich beim DM die BB More Serie entdeckt. Das scheint wohl ja von BB so eine neue Serie zu sein. Ich habe auf jeden Fall vorher noch nichts davon gehört. Davon gibt es auch noch Abschminkzeugs und eine Feuchtigkeitscreme. Ich habe mir jetzt mal die Augenpflege mitgenommen. Beautiful Eyes, verschönernde Augenpflege gegen Augenringe und frische Kick, Perlmuttpartikel, Kokosmilch, parfümfrei. Die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal benutzt. Ich kann schon was dazu sagen. Und zwar ist, dass sie sehr feuchtigkeitsspendend ist. Das mag ich echt gerne. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall echt gut von dieser Augenpflege. Und ja, mal gucken, wie das noch so mit der wird. Ich habe sie aber noch nicht so lange jetzt, dass ich jetzt schon eine Review dazu machen kann. Also, erster Eindruck gut. Hat, Moment. Wo steht sie denn? Da. 4,95 Euro gekostet, was ich für diese kleine Tube, da sind 15 Milliliter drin, ja, doch ein bisschen viel finde. Aber, naja, es ist halt viel unter die Augen und da würde ich jetzt auch nicht wirklich alles dran lassen. Also, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen, ja, ist ja noch was in die Haut kommt und dann gebe ich da meinetwegen auch mal gerne 5 Euro für aus. Dann habe ich mir ein Deo gekauft und zwar ist das von Duschdust, das Golden Cashmere Deo. Das habe ich mir jetzt schon, ich glaube, zum dritten Mal gekauft. Und ich mag den Duft irgendwie. Den ist nicht frisch, der ist ein bisschen herber. Hier steht jetzt luxuriös. Ich weiß nicht, wie man luxuriös riechen kann. Also, ich finde es auf jeden Fall ein guter Duft. Ich kann das echt nicht beschreiben. Ihr müsst da mal dran riechen. Und ich kann es euch echt empfehlen. Das kostet, glaube ich, 95 Cent. Den Bon habe ich jetzt nicht mehr. Aber ich mag es echt gern und kann man nichts gegen sagen. Also, das ist wirklich ein gutes Deo. Und ja, kann ich euch guten Gewissens weiterempfehlen. Hält auch wirklich überraschend lange. Also wenn ihr das morgens aufsprayt, dann merkt ihr den Geruch abends nach 12 Stunden, nach 10 Stunden könnt ihr immer noch riechen, dass ihr dieses Deo benutzt habt. Was ich auf jeden Fall gut finde. Dann habe ich mir die Essence I Hot I Love Stage Eyeshadow Base wieder nachgekauft. Die hatte ich ja letzten Sommer schon mal. Und dann war sie leer und dann habe ich mir sie lange nicht mehr nachgekauft. Aber jetzt, ja, habe ich sie wieder. Mir ist aber aufgefallen, dass sie doch ein bisschen dunkel ist. Also wenn ich sie auf mein Lid auftrage, dann denke ich so, wow, das ist echt orange. Und wenn man das verblendet, geht es aber. Also ich würde jetzt das Produkt nicht benutzen, wenn ihr ganz blass seid. Also bei meiner Haut geht es, wenn ihr sie verblendet. Also ich bin ja nicht gerade hell, aber auch nicht wirklich gerade dunkel. Ich bin so gut im guten mittleren Bereich und naja, also ihr müsst halt mal gucken. Wenn ihr schön gebräunt aus dem Urlaub kommt, könnte das vielleicht was für euch sein, aber
wirklich, wenn ihr blass seid, würde ich eher die Finger davon lassen. Das ist wirklich zu hell, zu dunkel. Nicht zu hell, zu dunkel. So, ja. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie viel die gekostet hat. Ich würde schätzen 2-3 Euro. Dann habe ich mir einen Essilack gekauft, und zwar den hier. Den kennt ihr auch schon aus meinem Colors of the Rainbow Tag. Das ist ja so ein Knallpink. Heißt German Jelly Nummer 29. Normalerweise bin ich das nicht. Normalerweise trage ich nicht solche krassen Pinktöne, aber es musste irgendwie sein, weil da sind so Perlmutschimmer drin und ich weiß nicht, ich mag den irgendwie richtig, richtig gerne. Und Pink, ich meine, ich musste was Neues ausprobieren. Ja, deswegen habe ich den gekauft. Essilacke sind zwar jetzt nicht gerade so günstig, ich glaube 7,95 Euro kosten die, aber wer mich kennt, wer meine Videos guckt, der weiß, ich habe mega viele von diesen Lacken. Wenn ihr eine Essie Collection haben wollt, Kommentare, dann ja, mache ich das. Jo. So viel zu diesem Nagellack. Und dann habe ich ein Produkt gekauft, was ich wirklich schon von so, so vielen YouTubern kenne. Und zwar ist das die Essence Better Than Gel Nails, Studio Nails, ja, dieser Nagellack. Das ist so ein Nagellack, den nehmt ihr als Überlack, wenn ihr euren Nagellack einfach aufgetragen habt. Und dann ja, soll er schneller trocknen. Das funktioniert auch. Also meine Nägel trocknen mit dem schneller. Nur was mein Problem bei diesem Nagellack ist, dass, wenn es ja eigentlich schneller gehen sollte, dann muss man ja erst warten, bis der Unterlack, also bis der normale Nagellack trocken ist, damit man die benutzen kann. Weil wenn man das nämlich macht und so doof ist wie ich, weil ich das nämlich schon ausprobiert habe, den Nagellack aufträgt, nicht lange genug wartet und dann den rüber macht, verschmiert das total. Und ich weiß nicht, also das finde ich nicht so gut an diesem Fast-Dry-Ding, weil dann wartet man im Endeffekt irgendwie gleich lang, weil man erst wartet, bis der trocken ist und dann den drüber macht. Aber der Sinn, ja, ist auch so ein bisschen dieses Better-Than-Gel-Nails, also dass man halt irgendwie den Übergang vom Nagelbett zum Nagellack noch ein bisschen weicher macht. Und das schafft er auch. Also er trocknet schon schneller als normale Nagellacke, aber wie gesagt, der Fakt, dass man erst warten muss, bis der trocken ist und den rüber macht, naja. Ich glaube, der lag bei 2,50 Euro oder so. Habe ich aber auch die Mung nicht mehr. Kann ich euch nicht genau sagen. Guckt mal bei Essence nach. Dann habe ich noch ein Deo gekauft, und zwar von BB Young Care, das BB Lovely Deo Spray. Joa, das finde ich, riecht ganz gut. Es ist so ein Wohlfühlduft. Das BB Happy mag ich aber ein bisschen lieber, aber das ist auch nicht schlecht. Also es hält doch eigentlich ganz gut. Und ja, ich kann es euch empfehlen. Ich meine, das ist halt so ein Deo, das ist ein bisschen uninteressant, weil das muss man ausprobieren. Und ja, ich mag es echt gern. Also zum Deo kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ja, so eine Review dazu lohnt sich einfach nicht. Deswegen, ja. Das hat gekostet 1,35 Euro. Dann habe ich eine Seife gekauft. Und zwar diese hier von Balea, die Creme, Seife, Oliv und Zitronengras. Ja, die ist für meine Pinselchen, weil ich ja sonst immer ein Babyshampoo gekauft habe, beziehungsweise für meine Pinsel benutzt habe. Aber ich dachte, okay, Olivenöl pflegt auch gut und mal gucken, wie das so ist. Da ist auf jeden Fall mehr drin als in dem Babyshampoo. Ich hatte so eine kleine, ja, Flasche und es ist immer noch für Pinselhaare. Also ich weiß nicht, da würde ich nicht immer so viel Geld für ein Babyshampoo ausgeben. Deswegen, also dachte ich, das reicht auch. Und das hat 65 Cent gekostet. Da sind 500 Milliliter drin. Wird auf jeden Fall für meine Pinsel eine Weile reichen und ich habe jetzt auch schon mal damit gereinigt, es reicht wirklich. Also man braucht da nicht wirklich gerade ein, ja, so ein extra Baby-Shampoo für sanfte Pflege oder so. Ich finde, das reicht auch mal so. Meine Pinsel bekommen jetzt immer diese Oliven- und Zitronenseife. Und dann habe ich noch von Catrice den Lash und Brow Designer gekauft. Der sieht jetzt schon dementsprechend aus. Ich habe den schon ein bisschen benutzt und naja, so ein durchsichtiges Augenbrauengel, wenn man dann den Augenbrauenstift benutzt, beziehungsweise ein Puder, dann sieht das schon mal so ein bisschen ekelhaft aus. Deswegen, ja, den hier habe ich nachgekauft. Hatte ich schon mal und der kostet 2,95 Euro beim DM. Ja, was ich dazu sagen kann. Also, er hält den Schwung in den Augenbrauen schon. Also, ich finde, es ist auf jeden Fall besser als ohne. Und das ist ja schon mal was. Also, da merkt man ja schon, okay, das Produkt lohnt sich. Und deswegen, ja, das habe ich gekauft, müsst ihr halt immer ausprobieren. Das ist halt bei allen im Augenbrauen anders. Ich habe nicht lange Augenbrauenhaare, deswegen brauche ich ein Augenbrauengel, weil sonst würden die mir wirklich im Gesicht rumwuscheln. Das wäre nicht schön, deswegen ja.
Und dann habe ich mir von Ossi die 3-Minute-Miracle Reconstructor Intensivkur für strapaziertes Haar von Ossi gekauft. Die habe ich euch schon in meiner Haarroutine vorgestellt. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Verlinke ich einmal hier unten in der Infobox, falls es euch interessiert, wie ich das finde. Riecht, ja, wie gesagt, nach Kaugummi und ja, ich finde, es pflegt die Haare schon gut und kann es euch echt empfehlen. Ist ein bisschen teurer, hat 7,95 € gekostet. Da sind 250 Milliliter drin. Die sollen ja wirklich sehr, sehr gut sein, die Produkte. Und das kann ich auch bis jetzt bestätigen. Also ich mag sie schon gerne und ja, ist auf jeden Fall was echt Pflegendes. Aber auch eine Silikonbombe. Also wer keine Silikone benutzen möchte, für den ist das jetzt nichts. Aber ich habe jetzt nichts dagegen, Silikone zu benutzen. Deswegen, ja, ist ja so ein umstrittenes Thema. Deswegen lassen wir das jetzt mal. Wen das interessiert, guckt euch mal das Haarroutine-Video an. Da habe ich euch das gezeigt. Ich werde auch noch wahrscheinlich eine nähere Review dazu machen. Ich habe jetzt in dem Haarroutine-Video nur so ein bisschen umschrieben, wie ich das finde. Und nicht so einen genauen Test gemacht. Deswegen, ja, eine Review kommt vielleicht noch. Und ich musste meine, ja, Duschgelsucht natürlich befriedigen. Deswegen habe ich mir das One Ginger Morning gekauft. Dieses, ja, Duschgel von Treacle Moon. Oh, ich liebe den Geruch. Das ist so ein Wachmachduft. Es gibt halt morgens, wenn man duscht, so einen frischen Kick. Ihr kennt es auch schon aus meinem Colors of the Rainbow Tag. Da habe ich euch das gezeigt. Es sind 500 Milliliter drin. Also, wird auf jeden Fall für eine Weile reichen, aber ihr seht, ich habe schon ein bisschen was aufgebraucht. Dafür, dass ich das erst so 2 Wochen habe, ist das schon viel. Naja, was soll man machen? Ich mag das echt gerne und ich benutze es wirklich jeden Morgen, wenn ich nicht das andere von Balea benutze, was ich euch eben gezeigt habe. Hat 3,95 € gekostet. Ja, ist natürlich für ein Duschgel ein bisschen viel, aber naja, was soll man machen? Also für den Geruch, ich meine, ist ganz cool. Gibt es auch noch Kokosnuss und Raspberry von. Wenn es euch interessiert, guckt da mal nach. Ich mag es gern. Und zu guter Letzt habe ich das L'Oréal Paris Hydra Aktiv 3 Micellentechnologie Reinigungsfluorid gekauft. Das ist ja wirklich ein Produkt, das soll das Dupe zum Bioderma Sensible H2O sein. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß noch nicht, ob ich es machen werde, weil viele sagen, das ist ein Dupe dazu. Ich werde auch noch ein Video dazu machen. Das will ich auch noch die nächsten paar Tage, paar Wochen hochladen. Das ist halt so ein, ja, Reinigungsfluid, hier steht, Schmutzpartikel und Make-up werden durch die Micellentechnologie eingeschlossen und können so ultrasanft von der Haut abgetragen werden. So sanft, dass es sogar sensible Haut beruhigt. Hier ist noch so ein Bildchen bei, wo das, ja, das Prinzip so ein bisschen, ja, dargestellt wird. Ich finde, es klingt logisch. Ich finde auch, dass ich auf jeden Fall merke, dass es gut funktioniert. Mehr dazu aber auch in meiner Review, die ich euch bald, zeigen werde. Ich weiß noch nicht genau, ob ich davon Mitesser bekomme, deswegen warte ich noch so ein bisschen, teste das noch ein bisschen länger. Das hat gekostet 4,25 € auf jeden Fall deutlich weniger als das von Bioderma. Mal gucken, was mein Test da so ergibt und deswegen, ja, die Review kommt auf jeden Fall noch. Und dann habe ich noch 2 Fashion-Sachen gekauft, 2 Klamotten. Und zwar einmal diese Shorts hier, das ist von H&M eine. So eine auberginefarbene mit so einem goldenen Reißverschluss, ihr seht es ja. Die mache ich sehr, sehr gerne. Hatte ich aber noch nicht wirklich gerade an, weil das Wetter im Moment nicht so schön ist. Also Wetter werde bitte wieder schöner, denn sonst kann ich diese schöne Shorts nicht anziehen. Also ja, die, ich freue mich schon so ein bisschen, die zu tragen. Die ist, ja, finde ich ganz schön. Und dazu möchte ich dann das hier tragen. Das ist auch von H&M, so eine, ja, Bluse, Hemd ohne Ärmel. Würde ich es eher beschreiben. Und ich finde es eigentlich ganz cool so als Kombination. Ihr werdet von mir auf jeden Fall noch Outfits-Videos sehen, denn ich fahre auch bald in Urlaub. Und dann denke ich, werde ich auch einiges drehen. Und deswegen, ja, könnt ihr da schon gespannt drauf sein. Ich hoffe, da gibt es dann so ein paar Inspirationen für euch. Deswegen, ja, also diese beiden Klamotten habe ich gekauft. Die Hose lag, glaube ich, bei 15 Euro, also 14,95 €. Und das Oberteil, also das Hemd und Ärmel, war bei 9,95 €. Also ganz guter Preis für diese beiden Sachen. Und ja, ich freue mich schon, das tragen zu können, wenn das Wetter wieder schöner wird. Na gut. So, meine Lieben, das war's jetzt. Ich hoffe, ich konnte mich in diesem Video ein bisschen kürzer fassen als im letzten Haul. Deswegen, ja, würde ich sagen, das war's jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Das ist ein Make-up-Look. Ihr könnt schon gespannt sein. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, das zu drehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!